Schwerte im finstern Tal! Ein Krieg. War es gestern, heute oder morgen? Hau mir auf die Schulter, wenn du fährst! Und wahrlich, Güte und Barmherzigkeit werden bei mir sein alle Tage meines Lebens! Schieß doch, schieß doch! Man wird noch lange reden über das Schloss in den Ardennen. Der einäugige Major Faulkner. Major, ich glaube, Sie kennen nicht die Bedeutung dieses Schlosses. Doch, es steht auf der wichtigsten Straßenkreuzung der Ardennen. Ist das Ihr Ernst? Steht an der Straße nach Bastogne. Backman, der Kunstliebhaber. Wenn sowieso nichts gerettet wird, wozu dann das Ganze? Der Prediger. Sie haben doch Theologie studiert. Mhm. Warum sind Sie da nicht Kaplan geworden? Der Cowboy. Ja, Sir? Leidet die Welt unter Wasserknappheit, Corporal Clayboy? Noch nicht, Sir, aber angenommen, der Krieg geht weiter und weiter und weiter und alles geht in die Binsen. Muss der Volkswagen, da er ja ohne Wasser auskommt, zwangsläufig überleben, wenn alle anderen Kreaturen verdursten? Der Graf. Hab ich Major Faulkner ausgesucht oder du? Das hast du gemacht. Du weißt, worauf es ankommt. Du sollst lieben, aber dich nicht verlieben. Dann wird unser Wunsch erfüllt, die Maldorais leben fort. Trotzdem wird unser Kind mein Geschöpf werden. Die Schlossherrin. Verteidige das Schloss nicht. Möchtest du es auch retten? Ich möchte dich retten. Der Bäcker. Ihr könnt doch nicht sämtliche Leute aufwecken. Haut ab zu eurem Haufen. Wir gehören zu keinem Haufen mehr. Wir glauben nicht mehr an den Krieg. Wer glaubt schon an den Krieg? Die Rote Königin und ihr Gefolge. Wo wollt ihr denn hin? Ans Ende der Welt. Wie es scheint, sind wir schon da. Ein Schloss aus dem 10. Jahrhundert wird zum Kriegsschauplatz im 20. Jahrhundert. Wenn der Krieg tobt, was gilt da ein Menschenleben oder gar ein altes Schloss?